Hallo und herzlich willkommen zurück bei Garfield. So, wir sind inzwischen sehr wohlhabend und haben eine, ich muss einfach mal gucken, hier ins Inventar. Wir haben inzwischen eine Sammlung von Alkohol. Wie haben wir Medipack 31, das ist auch gut, aber die suche ich gerade gar nicht. Es muss mehrstellig sein. 40 Chardonnays haben wir gesammelt. Heilige Scheiße, wert 380. Mein lieber Freund. Also wir könnten die alle wechseln, wir könnten die komplett wegsaufen, aber ja, wir behalten die wahrscheinlich, ne? Aber wir noch mal schauen. So, auf jeden Fall haben wir einen halben Weinkeller mit dabei. Und hier ist unser Freund Marco, der Sponsor des heutigen Abends. Willkommen. Aus Mays Nachricht ist nicht hervorgegangen, warum du mich treffen wolltest. Oh, hallo. Falls du Arbeit suchst, meine Organisation braucht immer Piloten und Security-Personal. Mit Mut zum Risiko. Okay, Marke zeigen, angreifen, deine Organisation. Von der First hast du schon mal gehört, ja? Ich bin nicht nur Mitglied, ich finanziere die Gruppe durch ein Netzwerk unabhängiger Händler. Hm. Illegale Waren sind natürlich am lukrativsten. Na klar. Fähige Piloten werden daher immer gesucht. Mit illegalen Waren ist das so, ich stehle sie lieber und habe 100% Profit. Das funktioniert viel besser. Ich habe ein paar Fragen zur First. Ah, verstehe. Ja. Du hast mich gefunden. Bravo, das schafft nicht jeder. Andererseits waren wir in letzter Zeit auch nicht gerade diskret. Nein, wirklich nicht. Durch die Art des Vertrags war ein gewisses Risiko immer gegeben, allerdings ein kalkuliertes. Ehrlich gesagt, denke ich, dass der Major eine Konfrontation mit den Rangern sogar sucht. Aber warum? Trotzdem bin ich etwas enttäuscht, dass der Marshal nur einen Deputy geschickt hat und keinen echten Ranger. Ich wette mit dir, dass es nichts gibt, womit dieser Deputy nicht fertig wird. Und wer bist du? Sarah. Sarah Morgan. Schön, dich an Bord zu begrüßen, Sarah. Mm. Man sieht sofort, dass du kultiviert und wunderschön bist. Sparen wir uns die Komplimente und kommen wir zur Sache, okay? Deinem Deputy könnte eine goldene Zukunft bevorstehen, wenn wir unsere Köpfe behalten. Das klingt vernünftig. Aber sag mal, warum will der Major eine Konfrontation? Um Rechnungen zu begleichen. Major Hull hat im Koloniekrieg ehrenhaft gedient. Aber die Führung des Freestar Collective hat ihn verraten. In seinen Augen sind die Ranger die Vollstrecker eines korrupten Rats der Gouverneure. Du bist sein Feind. Was mich angeht, ich habe in dieser Rachsucht keinen Profit gesehen. Ich blicke lieber nach vorne. Verstehe ich, ja. Aber, ja, der Major ist irgendwie... These wounds don't seem to heal. La 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 la. Der ist, glaube ich, der hängt immer noch sehr in der Vergangenheit fest und hat das sehr persönlich genommen damals. Na gut, ich meine, 20 Jahre im Knast gesessen. Klar, wir nehmen das nicht persönlich, aber wie gesagt, die sollten ja eigentlich nicht mehr. Es gab einen Friedensvertrag und so weiter. Lange Geschichte. Er hat sie nicht dran gehalten. Naja. Da kann man vielleicht auch eine Teilschuld eventuell bei sich sehen. Ich weiß es nicht genau. Aber sag mal, du hast den Major erwähnt. Hat er denn bei der First das Sagen? Ganz genau. Major Hull saß 20 Jahre lang in einer Zelle und war wütend auf das Freestar Collective. Verstehe ich. Wie wir alle. Verstehe ich. Viele gute Leute sind wegen der Feiglinge, für die du arbeitest, umsonst gestorben. Mhm. Du hast deine Seite gewählt, ich meine. Mhm. Aber ich würde gerne, pass auf, ich will hier lebend rausspazieren, das willst du auch, ne? Ich habe schon alles abgelootet. Ich hätte gerne Details zu den Aktivitäten der First, auch wer euch angeheuert hat. Ich weiß nicht, ob du die Lage hier richtig erfasst, Deputy. Nee, sag mal. Du bist auf meinem Schiff. Meine Wachen sind in der Überzahl und töten dich ohne zu zögern. Ich bin Geschäftsmann. Wenn du etwas von mir willst, will ich im Gegenzug etwas von dir. Alles sage ich dir nicht. Ich bin meiner Einheit gegenüber noch loyal. Noch, okay. Aber ich kann dir Hinweise geben. Und im Gegenzug geben die Ranger mir freie Hand für meine Geschäfte. Für seine Geschäfte. Er ist schon... Er ist ein sehr kultivierter, illegaler Bastard. Ja, ist sehr nett zu uns bis jetzt, muss ich sagen.
Aber ich kann diesen Deal eh nicht annehmen. Guck mal, wie böse er jetzt guckt die ganze Zeit, wie er uns einschüchtern will mit seinem stahlharten Blick. Aber ich kann das ja eh nicht. Ich bin nur ein Deputy. Was soll ich denn da entscheiden? Ich kann halt keine Deals annehmen. Also das wird Konsequenzen haben, ne? Auf jeden Fall. Andererseits könnte ich vielleicht Aufträge für die machen, aber will ich das? Hast du den Faden verloren? Ein bisschen, ja. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht damit leben kann. Weil wenn ich jetzt sage, keine Deals, dann entgeht mir vielleicht ein Teil des Contents. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen wenig immersive damit bin. Ja, ist egal. Komm, weißt du was? Es gibt keine Deals. Sag mir, was ich wissen will, sonst hat das Konsequenzen. Fertig. Ich weiß was Besseres. Ich sage dir stattdessen etwas, was du nicht wissen willst, aber wissen solltest. Ja. Der Rat der Gouverneure ist eine Gruppe von gierigen und korrupten Lügnern. Glaube ich dir. Die dich und die anderen Ranger ausnutzen, um ihre Interessen zu wahren. Das glaube ich. Glaubst du wirklich, sie scheren sich einen Dreck um die Menschen im Freestar Collective? Okay. Aber ich mache das nicht für sie, sondern um Unschuldige zu beschützen. Ja, und das stimmt natürlich. Ja. Welcher Weg dich auch hergeführt hat, deine Reise endet heute. Nein. Halt dich viel länger durch. Ziel eliminiert. Guck nach Waffen und Munition. Das wird böse für dich enden. Wir müssen ja nur abwarten. Sorry, wir warten kurz, ja? Ich bin sehr motiviert. Come true. Also, ich komme wieder rüber. Guck mal, ob ich noch was snipern kann. Ich bin dumm. Falsch beim Fadenkreuz geschaut. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt. Sarah, aus dem Bild. Sie eskaliert komplett. Ich kann nicht sehen. Ah, okay, beweg dich doch nicht. Du hast keine Chance. Ah, vielleicht habe ich doch eine. Tja, gut, ich wollte das hier alles nicht, aber er hat mich ja nun mal ein bisschen bedroht und ich wollte eigentlich mit der Slate hier raus spazieren, aber gut, dann spaziere ich hier mit Munition raus. Und das tut mir natürlich sehr leid für die First, aber ich bin ganz ehrlich, was er sich hier aufgebaut hat, diesen Schmuggelring, das kann man natürlich nicht so tolerieren, ne? Das ist schwierig. Ich hoffe, die Mia ist jetzt nicht böse, aber wir wurden dann leider angegriffen, nachdem wir gar nichts gemacht haben. Was ist das für ein Schatten? Wahrscheinlich Sarah. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt können wir halt auch nochmal gucken hier. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier ballernd rauslaufen. Zylindrisches Glas. Ich meine, wir haben Erdes gesammelt, ne? Wir können hier nicht mehr weiter irgendwas sammeln. Notizbuch.
Weißt du was, aus Prinzip, und weil ich so ein großes Inventar habe, nehme ich einfach alles mit. Weil hier wird es eh nicht mehr gebraucht. Und dann verkaufe ich es einfach alles. An irgendeinen Händler, der hoffentlich genug Geld hat. Okay, gut. Außer die Sukkulenten, die lasse ich mal stehen. So. Schade, das schöne Schiff, ne? Das tut mir fast ein bisschen leid. So. Hier haben wir schon. Hier haben wir auch schon. Hier haben wir auch. Aber hier. Wäre doch schade, wenn die Stücke verschwendet sind hier einfach. So, Problem ist, es könnte draußen noch mehr Ärger geben. Oh, Alter. Oh, hey. Habe ich gar nicht gesehen. Können wir da eigentlich aufbrechen hier? Sarah? Hä? Ach, die Kameras. Ach so. Ist doch egal. Ist doch eh alles auf unserer Seite. So, ich mach mal aus. Ja, können wir das Schiff übernehmen eigentlich? Jetzt, wo wir alle hier erfolgreich dezimiert haben? Die sind alle nach vorne gelaufen, ne? Yo, ich glaube, hier ist niemand mehr. Hä, schon wieder? Ja, da drin Seifenspender, hier nach draußen. So, Sarah. So. Aber mach die Kameras nicht kaputt, wir wollen das Schiff übernehmen. Oh, hier, guck mal. Den Schaukasten können wir gut verkaufen. So. Alien-Zähler-Anzeige, was? Sag mal. Ich hab doch gerade ausgemacht. Ach, wegen der Kameras. Bestimmt geht's wieder an, ne? Würde ich gerne mal testen, aber. War was Wertvolles dabei? Ja, Munition vielleicht ein bisschen. Boah, zum Glück haben wir vorher die Selbstschussanlagen umgepolt. Das war quasi jetzt ein No-Brainer. Was stand da? Achso. Okay. Tja, das Schiff würde ich gerne auch noch klauen, aber ich bin ganz ehrlich, kein Bock darauf, Registrierungsgebühr zu zahlen. Das muss ja nun nicht sein. Hier noch irgendwas. Leider keine Infos, an den Rechner konnte ich ja vorhin nicht. Weißwein-Trinkpack nehme ich mit. Tja, und damit sind wir ja durch, glaube ich, ne? Spind hatten wir schon. Bestimmt. Damit sind wir hier eigentlich durch. Tja. Ja, Sarah hat wieder Spaß. Okay. Raus da. Es gibt ja auch gar kein Cockpit bei dem Ding, ne? Gibt ja auch kein Cockpit. So. Oh, mach's gut, du wunderschönes Schiff. Ach ja, so schade. So schade. Oh, nichts mehr für uns. Ich hab da was für dich. Ja, du, ich hab auch ein bisschen was. So ist es nicht. Huch. Hä? Ach ja, wir waren im richtigen System. Ach ja, ach ja. Auf nach Aquila, auf nach Aquila City. So. Wir sollten auch mal ein bisschen Stuff verkaufen, ne? Wir haben die Taschen ein bisschen voll. Ich meine, wir haben unser Inventar hochgesetzt, da ist es eigentlich egal. Für dich. Ja, echt cool, ciao. Man muss sich als Lieferservice registrieren, nicht als Transportschiff.
So, Handelsaufsicht. Wir verkaufen mal eben. Und zwar... Alien-Zähleranzeige. Ist das eine Zähleranzeige? Sieht gar nicht so aus. Antikes Spielzeug, ausgefallene Flaschen, Baseball-Schaukasten. Alle Kategorie-Items verkaufen. Nee, nee, nee. Nicht die Dietrich und so. Besonderer Kompass. Blaue Vase. Freestar Deputy-Marke, die behalte ich mal. Kleines Marmeladenglas, Marmeladenglas. Die Kamera. Nasenengerling, okay. Ohrenengerling. Die Dekomaske. So, senfgelbe Olpe, Pflanzennase. Skulptur. Da ist der Tacker, den wir mal mitgenommen haben. Und die Zigarettenpackung. Wunderbar. Wieder Insolvenzmasse hier rausgeholt. Okay, bei den Knarren. Die Pacifier. Ja, die kann weg. Die Grendel kann weg, die Maelstrom kann weg. ...342 hat er noch. Wo ist der Wert da hinten? 342. Dann die Lorge war. Ciao! Und wieder ein bisschen Gewicht verloren. Ah, ich fühle mich so frei! Hab dein Schiff gesehen. Hey, dankeschön! So, ne, da können wir nicht verkaufen. So, schön mal wieder tagsüber hier zu sein, in diesem alten Schlammloch. Ach, ich bin nicht gerne hier. Ich bin nicht so der Freund von Westernstädten. Ich weiß, wie es euch geht, aber... Der Rat der Gouverneure trifft sich immer hier in Aquila City. Gut zu wissen. Aber es sind alles Schmutzfinkendreckige. Das glaube ich halt gerne. Hey, hallo. Der hat mich sofort angegriffen, aber eigentlich war ich seiner Meinung gegenüber nicht so abgeneigt. Weil ich glaube, der Rat der Gouverneure ist wirklich... einfach ein Drecksrat. Zu können, ist mir wirklich eine Ehre. Echt cool. Hey, Alex. Hey, Deputy. Hab gehört, dass du fleißig von einer Seite des Freestar Collective zur anderen und wieder zurückspringst. Ja, das stimmt. Wie gefällt dir der Job bisher? Ehrlich gesagt, ist ein gutes Gefühl, meinen Beitrag zu leisten. Freut mich zu hören. Also, was führt dich her? Ich hab wieder ein paar Slates, bitteschön. Oha, was haben wir denn hier? Oh ja. Also das ist neu. Ist es das? Sehr interessant. Was denn jetzt? Mit zwei von den Dingern müsste es deutlich schneller gehen. Mehr Daten sind immer fein. Du hast jetzt drei. Oh, okay. Okay, hier passieren hey, Dinge. Deputy. Hallo. Ach so, ganz kurz. Im Kampf wie im Tod, die Fürst kommt zuerst. Okay, 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 okay. Warte, Skills. Fitness. Wir sind im Boxen. Waffenlose Angriffe, okay. Aber, ach, wir müssen noch töten 20 Gegner durch einen waffenlosen Angriff. Okay, aber wir können hier schon reingehen, ne? Umweltkonditionierung, Energiewaffenschwächen, Körpertraining. Du kannst im Kampf rutschen, das war ganz spannend. Oder die Schmerzgrenze erhöhen. Physischer Schaden. Oder Körpertraining, erhöhte Stabilität beim Schießen in der Schwerelosigkeit. 30% weniger Sturzschaden. Du kannst höher springen und nach Rutschen und Klettern im Kampf schneller laufen. Du kannst höher springen, ist auch nice, ne? Und im Kampf rutschen, weißt du was, probieren wir mal aus. Hab ich mal gemacht. Weil, wie gesagt, ich würde auch gerne da runterkommen. Es gibt ein paar Sachen, die ich gerne haben wollen würde. Wir gehen da einfach random durch die Gegend. Und das mit dem Kampf rutschen, probieren wir mal aus. Müssen wir, glaube ich, sogar, ne? Achso, warte, wir sind noch nicht fertig. Ich rede nochmal kurz mit... niemandem. Einfach mit niemandem. Okay. Begib dich in eine Konferenz. Oh. Oh. Na, da gehen wir mal kurz gucken.
Die Konferenz der Tiere. Komm rein, Deputy. Setz dich. Natürlich. Setz dich. Ich setz mich. Oha, so offiziell. Die Nachbesprechung. Während du im Feld warst, gab es weitere Berichte von Farmern, die bedroht und angegriffen wurden. Einige haben leider nicht überlebt. Okay, hätten wir was tun können? Nein. Wir können nicht überall gleichzeitig sein. Okay. Du bist im Moment unsere größte Hoffnung, sie zu stoppen. Und das werde ich. Das ist einfach grauenhaft. Schlimmer noch, es ist tragisch. Wie laufen die Ermittlungen? Es läuft gut. Sobald Alex die Verschlüsselung geknackt hat, erfahren wir mehr. Falls er etwas Nützliches findet. Sicher. Ansonsten stehen wir wieder ganz am Anfang. Du hast vielleicht Nerven, uns zu kritisieren. Wir haben die ganze Arbeit vor Ort erledigt. Ich habe meinen Part erfüllt. Außerdem ist das Ranger-Sache. Also hältst du besser die Klappe. Ja, zeig's ihr. Machen wir weiter. Ich habe die anderen Ranger nach ihrem Eindruck von dir gefragt. Und ich würde gerne einige Dinge ansprechen. Oh oh. Fangen wir mit Ranger Kalu in Hopetown an. Ja. Sie hat dein gutes Timing gelobt und war beeindruckt, dass du es mit den Piraten aufgenommen hast. Ach, Gott sei Dank. Nia sagt, du warst Hope gegenüber respektvoll, nicht zu aggressiv. Hm. Du hast mir also zugehört, als ich dir gesagt habe, du musst vorsichtig sein. Ich respektiere Ron Hope und seine Erfolge. Ich mag den Kerl nicht, aber ich habe getan, was ich tun musste, ja. Die Pflicht muss über deinen persönlichen Gefühlen stehen. Und so war es auch. Schön, dass du das verstehst. Machen wir weiter. Ranger Price hat uns detailliert über deinen Besuch in Neon informiert. Ach, das war was. Er sagt, du hast es für einen Informanten mit einem Kredithai aufgenommen. Der Informant war unschuldig, ich musste helfen. Und das war genau richtig. Menschen zu helfen ist unsere größte Pflicht, auch wenn wir an einem Fall arbeiten. Du hast Resultate, das ist alles, was zählt. Das hat Price beeindruckt. Er hat gesagt, du hast Initiative gezeigt. Das hat er gesagt? Ranger McMillan hat deinen Mut und deine Hingabe als außergewöhnlich gelobt. Oh, fantastisch. Sie sagt, du hast den Red Mile Run absolviert, um ein Treffen mit Marco Graziani zu bekommen. Das ist richtig. Die Menschen leiden. Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Du verstehst wohl langsam, was es bedeutet, Freestar Ranger zu sein. Wie war das mit Marco? Ach. Er hat dir die Slate sicher nicht aus der Güte seines Herzens gegeben. Es wurde gewalttätig, du kannst das Ende ja denken. Ich wollte ihn überreden, aber er hat Ärger gemacht. Dich zu unterschätzen war wohl sein letzter Fehler. Ja. Verdammt, ich hatte Marco eigentlich für vernünftig gehalten. Was ist mit Maya Cruz? Ihre Loyalität gegenüber Hull und der First Cavalry war sehr stark. Ja, aber ihr blieb nicht viel Zeit, also wollte sie die Dinge auf ihre Weise beenden. Ja. Ich schätze, das hätte ich an ihrer Stelle auch gewollt. Hm. Verzeihung, Marshall? Nicht jetzt, Alex. Wir sind in einem Meeting. Ja, ich weiß, aber es ist wichtig. Ich habe es geschafft. Ich habe die Slates geknackt. Oha. Ich weiß zwar nicht genau, wo das Hauptquartier der First ist, aber es gibt Hinweise auf eine sogenannte Fabrik. Aha. Die Fabrik? Das war unser Spitzname für die Hauptanlage, in der die Mechs gebaut wurden. Fabrik einfach. Direkt nach dem Krieg wurden alle Mech-Fabriken geschlossen. Das war eine Bedingung des Friedens. Und die hießen Fabriken. Aber sie wurden nicht zerstört. Zumindest nicht alle. Warte mal, es gab viele Mech-Fabriken. Es gab einfach sehr viele Mech-Fabriken. Aber Fabrik war der Spitzname von einer Mech-Fabrik. Von einer spezifisch... Okay. Was weißt du über diese Mech-Fabrik? Ich war nie selbst dort, aber es war eine große Anlage, größtenteils unterirdisch. Wenn die First sie besetzt haben, haben sie vermutlich im ganzen Komplex Verteidigungsstellungen errichtet. Sehr gut. Das freut mich, weil ich brauche Munition. Ich sehe mir das mal an. Die Anlage lag auf Arcturus 2. Es könnte eine Sackgasse sein, aber falls nicht, musst du auf einen Kampf gefasst sein. Mhm. Wenn du noch Fragen hast, rede mit dem Marshall. Ja, was mit meiner Beförderung? Du hast gute Fortschritte erzielt. Ja, kannst du mir sonst noch was über die Mech-Fabrik sagen? Es ist eine große Anlage. Im Krieg haben ja, okay, cool. Sie haben mit Hilfe der geothermalen Schlote des Planeten Metall für die Mechs eingeschmolzen. Okay. Viel mehr weiß ich nicht.
Ich bin kein Techniker. Ja, natürlich. Was ist Paxton Hall für ein Mann? Klug, stolz und charismatisch. Der geborene Anführer. Die meisten in der First Cavalry hätten ohne Zögern auf seinen Befehl hin ihr Leben gegeben. Hm. Aber als in der Schlacht von Nira so viele seiner Soldaten gefallen sind, ich glaube, da ist er zerbrochen. Traurige Geschichte. Ich habe auch durchaus Mitgefühl. Der Krieg bestraft sowohl die Strafenden als auch die Bestraften. Das stammt aus einer ehrzeitigen Zitatesammlung. Das habe ich nie vergessen. Echt cool, ciao. Vielleicht ein anderes Mal. Mhm. So, Dementis steht auf. Dementis. Wo bin ich? Okay, das hätten wir. Aber... Warte, können wir bei ihm noch kurz... Diese First-Fritzen hätten mehr Zeit in ihre Verschlüsselung stecken sollen. Okay, cool, cooler Typ. Nicht jeder kann behaupten, im Turm zu arbeiten. Da ging es runter, okay. Es ist besser als ein Leben als Staubkorn. Jo. Erst schuften, dann feiern. So. Hey, Kollege. Wir haben aber noch was hier offen. Wenn wir schon mal da sind, dann wollen wir natürlich auch mal ganz kurz eben zum Alpha-Tier. Sieh bei Keoni vorbei. Keoni Löwenherz, wo ist sie? Ah. Jetzt ist sie auch da hinten. Die haben sich vertragen. Die haben sich vertragen, die beiden. Nee, doch nicht. Die steht nur hier rum. Okay. Wir müssen klüger sein. Cleverer mit den Ashter umgehen. Ja, klar. Hey, wie geht's? Hältst du dich aus Ärger raus? Überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich suche danach. Nun, damit ich mir das... Geht's mir gut? Achso. Das könnte ich dich auch fragen. Das könntest du. Mhm. In letzter Zeit läuft es besser. So langsam kommen Davis und ich besser zurecht. Ah, zum Glück. Freunde werden wir wohl kaum, aber wenigstens reden wir jetzt miteinander. Er scheint den Wert meiner Forschung endlich erkannt zu haben. Mhm. Okay. Freut mich, dass ihr zwei miteinander auskommt. Ja, wir sind zwar kein eingeschweißtes Team, aber trotzdem ein gutes. Sehr gut. Apropos Davis, ehrlich gesagt sorge ich mich ein wenig um ihn. Mhm. Die jüngsten Daten legen nahe, dass in letzter Zeit jemand deutlich häufiger auf Patrouille geht als früher. Oh. Ich bin mir sicher, dass es Davis ist. Kann nicht anders sein. Okay. Vielleicht habe ich ihn unabsichtlich zu weit getrieben oder bin kurz davor. Das macht mir Sorgen. Okay. Wir machen uns eine Arbeit. Vielleicht hat es damit nichts zu tun. Wieso redest du nicht mit ihm, wenn du dir solche Sorgen machst? Wir reden zwar miteinander, aber meine Anwesenheit scheint ihn immer noch zu reizen. Hm. Ich will die Lage nicht verschlimmern. Ich verstehe. Ich komme mit Daten und Technik besser zurecht als mit Menschen und habe bereits Chaos angerichtet. Würdest du mit ihm reden? Das würde mich auf jeden Fall beruhigen. Ich schau mal, was ich tun kann. Ach so, ich habe gar keine Wahl. Okay, klar, mache ich. Gerne. Die Familie Jensen ist aus dem Museum. Hey, Chief. Oh Mann. Warum nur bereitet dein Anblick mir jedes Mal Kopfschmerzen? Ah. Davis, das verletzt mich. Oh. Sicher bist du am Boden zerstört. Völlig. Also, wie kann ich helfen? Wir machen uns Sorgen, weil du so viel Zeit außerhalb der Mauern verbringst. Soll ich jetzt beruhigt sein, weil sich jemand um mich sorgt, oder beunruhigt, weil mich jemand stalkt? Ersteres. Na, obwohl wir inzwischen etwas besser zurechtkommen, trifft diese Frau immer noch einen wunden Punkt bei mir, ohne es zu wollen. Hm. Ja. Keoni tut nichts. Du kannst aber fragen, wenn du Hilfe brauchst. Ja, aber dann sag mir, was dich da hinaustreibt. Ehrlich gesagt bin ich nicht ganz sicher. Ist so ein Gefühl. Aha. Als wir da draußen auf diesen Roboter stießen, war das natürlich ein Schock. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass einer unserer Leute uns so in Gefahr bringen würde. Mhm. Doch inzwischen wurde mir klar, dass nicht alle Spuren auf diesen Vorfall zurückgehen. Dafür sind sie zu groß und zu verbreitet. Okay. Du glaubst, dass hier draußen noch eine andere Kreatur herumtreibt?
Ja, das befürchte ich. Falls es einen noch größeren und gefährlicheren Äschter gibt, muss ich das wissen. Alpha-Tier. Ich sag dir was. Wenn ihr euch solche Sorgen macht, dann komm doch mit. Du kannst mich im Kampf unterstützen oder ordentlich auslachen, falls am Ende nichts gewesen ist. Dann machen wir das. Rüste dich vorher aus, falls nötig. Und schnapp dir die dickste Knarre, die du kriegen kannst. Nur für den Fall. Die habe ich schon, glaube ich. Zieh mir los. Alles klar. Kioni hat mir ihre Daten gezeigt. Cleveres Mädchen. Oh Mist, wir haben keine Muni für die. Sie weiß so einiges. Mit ihrer Hilfe können wir echte Fortschritte erzielen. Zuerst schienen ihre Datensätze fehlerhaft zu sein. Doch vielleicht stimmt das nicht. Ein Äschter, der größer und schneller ist, würde zu den Spuren passen. Mhm. Trotzdem hoffe ich, dass sie recht hat und es nur ein Glitch ist. Und behalt das für dich. Sie soll nicht übermütig werden. Ich weiß, ich Gut, weiß. Da wären wir. Gehen wir da lang. Da lang, also geradeaus meinst du einfach. Das ist da hinten eine andere Stadt. Ja. Neulich fiel mir wieder eine Geschichte aus meinem ersten Jahr auf Aquila ein. Die hatte ich total vergessen. Hier gibt es immer wieder Typen, die sich für die Allergrößten halten. Mhm. Manche zieht es auf der Suche nach Reichtum in die Wildnis. Wollen unbedingt das große Ding landen. Mining, Botanik, was auch immer. Die wollen den Schuss einfach nicht hören. Mhm. Die meisten kommen nicht zurück. Doch eines Tages schleppte sich ein Miner von irgendeinem Konzern halbtot und blutend in die Stadt zurück. Sagte, er hätte da draußen einen hausgroßen Äschter gesehen. Die Älteren meinten, er würde im Fieberwahn reden. Ich selbst, naja, war noch neu und hörte bloß zu. Mittlerweile frage ich mich, ob er vielleicht doch nicht fantasiert hat. Vielleicht hatte er wirklich etwas gesehen. Vielleicht hätte ich schon längst herkommen sollen. Na, vielleicht, vielleicht. Okay, da unten ist ein Äschter. Schild, das muss es sein. Pass auf, passiert. Du kämpfst dich zurück in die Stadt und berichtest davon. Hast du gehört? Ciao. Worauf schießt du denn bitte? Auf einen verdammt großen Scheißkerl. Okay, was war's? Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Hä, warum? Ohne deine Hilfe hätte ich das nie geschafft. Das hätten wir niemals zulassen können. Ich bin Red Mile gelaufen. Das hier war nichts. Ah, das war Spaß. Ich hoffe, dass sie das entspannt. Ja und nein. Du weißt schon. Ah, na klar. Diesmal haben wir zum Glück überlebt. Aber das hier wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Dafür die Messdaten. Jetzt wissen wir, dass es diese Viecher gibt. Um sie von den besiedelten Gebieten fernzuhalten, müssen wir sie aufspüren. Das geht nur mit vereinten Kräften. Mhm. Ich werde also meinen Stolz hinunterschlucken und dich bitten, Kioni davon zu erzählen. Sie muss wissen, dass ihre Daten korrekt waren. Sie soll sich darauf konzentrieren. Okay. Sehr gut. Das finde ich gut. Ich möchte dich aber nicht hier draußen zurücklassen. Mach dir um mich keine Sorgen. Danke nochmal fürs Retten. Kein Problem. So, da unten nochmal auch ein paar Äschter, aber die... Tja. Ja, na gut, dann gehen wir wieder zurück. Boah, sieht cool aus. Herzlich willkommen bei Assassin's Creed Mirage. So. Ja, den Rückweg kriegt er hin. Kriegt er doch, oder? Ich meine, der kommt ja nichts mehr. War nur ein Alpha. So. Ich hab die Schnauze voll von den Besoffenen. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Geh bloß nicht weiter als die Stadtmauer. Das bringt jetzt auch nichts, ne? Ne, irgendwie nicht so. Ah. So, dann hier hoch. Und dann darüber. Und dann sagen wir ihr Bescheid. Und hoffentlich läuft das dann hier.
Was ist passiert? Ach, das wirst du nie erraten. Deine Daten waren nicht falsch. Sie haben uns geholfen, eine neue Sorte Ashtar zu finden. Wirklich? Wahnsinn! Und ich habe noch daran gezweifelt. Ich hatte gerade angefangen, das Ganze für einen Fehler zu halten. Ich dachte, vielleicht hätte ich meine Nase da wirklich nicht reinstecken sollen. Davis war so überzeugt davon, dass alles unter Kontrolle ist und meine Hilfe nicht gebraucht wird. Aber so ist es nicht, oder? So ist es nicht, nein. Du weißt, was du drauf hast. Lass dir von niemandem was erzählen. Ja, keine Zeit, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Wir haben Arbeit vor uns. Ja, du hast recht. Ich muss die vorhandenen Daten neu auswerten. Wer weiß, was ich übersehen habe. Ich werde mich da gleich dran setzen. Doch vorher wollte ich dir noch das geben. Ist selbst gebaut. Na nü. Hoffentlich zeugt es nicht von schlechtem Geschmack. Ich fand es einfach witzig. Naja, danke nochmal. Despondent Assassin? Wow, was immer das war, es war cool. Wow, wir haben ganz viele Credits bekommen, glaube ich. Und Muni. Mission aktualisiert. Ach so, das ist, die wurde aktualisiert, okay. Ja, gut. Ich habe was von 2 Tagen gehört. Die Tracker-Allianz hatte nicht genug Credits, um alles zu bezahlen. Wir haben gerade über die Mantis geredet. Die Mantis ist zurück. Aber ich habe mir ehrlich gesagt noch kein einziges Kopfgeld geholt. Warte mal, wo muss ich hin? Da hinten? Hä? Warte mal. Industrielle Außenpost. Wieso zeigt mir da hinten an? Arcturus, okay. Ja, aber das... Hä? Ist unser Schiff da hinten, oder was? Das ist ja merkwürdig. Boah, geil. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann gehen wir der Fürst weiter nach. Das hier auf Aquila haben wir abgeschlossen. Ja, mit dem Alpha Ashtar. Da bin ich ganz happy, dass wir das abschließen konnten. Und dann sehen wir mal weiter, wie es mit den Rangern so weitergeht. Ich hoffe, da machen wir auch bald entscheidende Fortschritte, aber wir sind in Firsts hier auf der Spur. Auch wenn die uns jetzt wahrscheinlich hassen, weil, naja, wir haben ein paar Mitglieder umgebracht. Vielleicht ein paar mehr als gewollt, aber naja, wir müssen uns ja irgendwie notgedrungen selbst verteidigen. Tragisch. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Mit V. Tschüss.